Hey Leute, was geht ab? Heute geht's weiter mit dem Lego Ninjago Trading Card Game und da öffnen wir die letzten 25 Booster aus diesem Display. Im ersten Video haben wir ja schon die ersten 25 Booster geöffnet und eure Unterstützung und euer Feedback auf das Video war richtig cool, also mittlerweile sind schon 150 Daumen nach oben und dadurch sehe ich eben, dass ihr solche Videos sehen wollt und deswegen gibt's heute die nächsten 25 Booster. Okay, ich habe die Booster mal hier auf zwei Stapel verteilt. Von vorne sehen die Booster so aus, eine Spezialkarte ist garantiert, von hinten sehen die so aus und hier sehen wir auch, 5 starke Sammelkarten sind in einem Booster enthalten. Insgesamt gibt es 216, davon sind 44 Folienkarten, 12 coole Ultrakarten und 36 brandneue Puzzlekarten. Ach ja, und ein Booster kostet 1 Euro, wenn man es einzeln kauft. Gut, los geht's. Und wir hoffen natürlich, dass wir wieder ein paar neue Ultrakarten bekommen, das wird ziemlich super. So, hier haben wir Basiskarte Erjitsu Team. Dann haben wir hier Team Klaus. Die erste Spezialfolienkarte Super Kryptor. Ah, sieht halt richtig cool aus. Und ich glaube hier schon die erste Ultra. Hier haben wir ein Puzzleteil und jawohl, die erste Ultra gleich im ersten Pack. Ultra J Erjitsu. Cool. Okay, im ersten Booster schon eine Ultrakarte, also echt cool. Weiter geht's mit dem zweiten Booster und mal schauen, was uns hier drin erwartet. So, da haben wir hier glückliche Misako, Pirat Clancy, Megasteinkrieger, ein Puzzleteil und Erjitsu Sane, ein Fahrzeug. Und noch die Spielregeln, die brauchen wir nicht. Gut, weiter geht's. Drittes Booster. Da haben wir Action Garmadon, starker General Kozu, Commander Blank, auch eine richtig coole Karte. Dann wieder ein Puzzleteil und noch eine Aktionskarte, Nunchakus des Blitzes. Jupp, okay, weiter geht's. Wenn wir heute Ultras bekommen, dann wäre es ziemlich cool, wenn wir welche haben, die wir eben noch nicht haben, also wenn wir neue bekommen würden, das wäre ziemlich cool. Hier haben wir als erstes mal die Spionin Nia, dann haben wir Super Team Vermilion, ist auch richtig cool. Dann haben wir Mega Meister Chen, ein Puzzleteil und die Aktionskarte Klingenwirbel. Okay, weiter geht's. Da haben wir hier das Super Team. Dann Pirat Squiffy, Commander Ragmonk, auch eine coole Karte. Ich mag einfach schon die hier, die Spezialfolienkarten. Dann haben wir die Aktionskarte Wirbelwind und jawohl, die nächste Ultra, Ultra Nia Erjitsu. Aber ich glaube, die haben wir schon im letzten Video gehabt. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Aber die sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Cool, zweite Ultra, bin sehr zufrieden. Jetzt nehme ich mal eine von diesem Stapel. Mal schauen, ob hier vielleicht gleich die nächste Ultra ist, wer weiß. So, hier haben wir einmal Spion Sane, dann Polizist Simon, Super General Kozu. Ja, ich mag einfach die Karten, die sehen so genial aus. Hier wieder ein Puzzleteil mit einer richtig coolen Figur und ein Fahrzeug, der Helijet. Okay, nehmen wir mal wieder hier ein Booster. So. Und da haben wir als erstes Super Skyler. Schreiender Pythor, auch eine richtig coole Figur, wie ich finde. Dann haben wir Mega Kryptor. Eine Aktionskarte, Auge des Falken. Und jawohl, die nächste Ultra. Leider ist es wieder Ultra Nia Erjitsu. Schade, die haben wir schon, aber sie sieht einfach richtig genial aus. So, hier haben wir noch die Spielregeln, die brauchen wir nicht, die kommen hier rüber. Jetzt nehme ich wieder hier von einem Booster und schauen wir mal, was uns hier drin erwartet. Gucken wir mal. So, als erstes haben wir Polizist Tommy, dann Pirat Dabloon, Mega Pythor, richtig cool, eine Puzzlekarte und ein Fahrzeug Erjitsu Cole. Gut, soweit so gut. Nehmen wir wieder hiervon einen Booster und schauen mal. So.
Okay. Hier haben wir als erstes den Action Wu, Anacon 3 Zugu, Pixar, auch eine richtig coole Karte. Also, ja, die Spezialfolienkarten sehen schon richtig gut aus. Hier haben wir ein Puzzleteil und die Aktionskarte Wu Stab. Gut, dann nehmen wir hier mal das Booster mit Kai und schauen mal rein, ob wir hier drin Glück haben. So. Auch eine richtig coole Karte hier, Action Ronin. Also der Ronin sieht auch richtig cool aus. Haben wir Kratzi oder Crazy, ne, ich glaube Kratzi wird es ausgesprochen, gell? Super General Kozu, ein Puzzleteil und Riesenbike, ein Fahrzeug. Okay, soweit so gut. Dann haben wir hier Super Lloyd. Slackjaw, auch eine richtig coole Figur mit einem richtig coolen Gesicht. Mega General Kozu, ein Puzzleteil und das Raupenbike 2 mit Jay. Okay. Dann haben wir hier Spion Cole, Lou und die Royal Blacksmith, Mega Nia, auch eine coole Karte, wieder ein Puzzleteil und ein Fahrzeug Air Jitsu Cole und eine Spielregel. Gut, weiter geht's. Ich hoffe mal, dass ich noch ein paar neue Ultras bekommen könnte. Das wäre ziemlich cool. Ja, mal ein bisschen schön machen hier. Den Müll mal weg. So, weiter geht's. Action Sane, Team Vermilion, Mega Wu, auch eine coole Karte. Aktion, das Energieportal. Und noch eine Aktion, die maximale Power. Okay, weiter geht's. Ich glaube, nächstes Mal müsste ich mir echt einen Mülleimer hinstellen. Aber egal. Hier haben wir das Action Team. Dann Pirat Buko. Auferstandener Moro, auch eine ziemlich coole Karte. Dann ein Puzzleteil und jawohl, sehr, sehr cool. Das Team Ultra Zeitzwillinge. Richtig genial, da sind beide drauf. Und es ist eine neue Karte, glaube ich. Sehr, sehr cool. Gut, weiter geht's. Da haben wir den Polizist Simon, Pirat Dogshank, sie ist ein Mädchen, Mega Crux, einer der Zeitzwillinge, Freier Fall, eine Aktionskarte und das Titan Ninja Mobil, ein Fahrzeug. So, weiter geht's. Da haben wir als erstes Vermin, dann Team Young, Super Nia, Energieblitz, eine Aktionskarte und da wieder Ultra Nia Air Jitsu. Leider schon zum dritten Mal heute. Das ist ein bisschen schade. Aber egal. Weiter geht's. Die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir hier noch eine neue Ultra finden. So, schauen wir mal. Da haben wir Action Samurai X. Dann lächelnder Meister Chan. Super Kratzi, ein Puzzleteil und die Aktion Zeitlupe, Zeitklinge. Okay. So. Spion Sane, den haben wir auf jeden Fall schon. Team Zeitzwillinge als Basiskarte. Super General Kozu, den haben wir glaube ich auch schon. Und noch ein Puzzleteil und die Aktionskarte Geschmolzene Klinge. Gut, dann nehmen wir da noch eine von. So, schauen wir mal. Da haben wir den Action J, Dr. Xander Saunders, Mega Samurai X, auch eine richtig coole Figur. Sehr schön, ein Puzzleteil und die Aktion Klingenwirbel. Okay, machen wir hier weiter. Rups. Okay, da haben wir Rivet, grimmiger Nindroid, mysteriöser Samurai X,
ein Puzzleteil und die Aktionskarte Nunchakus des Blitzes. Und Spielregeln, die braucht man nicht. Weiter geht's. So, da haben wir hier Action Cole, den Polizeichef, Super Wu, ein Puzzleteil und ein Fahrzeug Erjitsu Sane. Okay. Oh, cool. Davon habe ich auch schon jede Menge. Von den Vermilion-Schlangen. Okay, cool. Fieser Klaus. Mega Ronin, auch eine coole Karte. Ich mag den Ronin. Dann haben wir hier wieder ein Puzzleteil. Und Ultra JR Jitsu. Den haben wir heute ja als allererstes bekommen. Wieder eine Ultra-Karte und leider wieder eine, die wir schon haben. Aber naja, egal. Weiter geht's. Das drittletzte Booster. Eine neue wäre jetzt noch ganz cool. Hier haben wir einmal Spion Kai. Dann Akronix. Supermeister Chan. Elementarstärke, eine Aktionskarte. Und der Helijet, ein Fahrzeug. Okay, jetzt nehmen wir die hier als vorletzte. Als vorletztes Booster. So, schauen wir mal. Dann haben wir als erstes Action Sane. Dann Polizist Tommy. Mega Akronix. Die Aktion Entspannung. Und die Aktion Sei. Okay, und das letzte Booster für heute. Aber keine Angst, es werden noch welche folgen, wenn ihr wollt. Also, wenn euch das Video wieder gefallen hat, auf jeden Fall ein Däumchen hoch. Dann sehe ich, ja, dass ihr die Videos eben cool findet. Und, weiß es noch nicht genau. So, schauen wir mal weiter. Action Lloyd. Hollywood Dareth. Super Kai. Auch eine coole Karte. Oh, die ist auch nicht schlecht. Aktion Schrei der Schlange. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und noch ein Fahrzeug, das Luftpiratenkatapult. Leider keine Ultra, aber dafür wieder Spielregeln. Okay, hier seht ihr jetzt nochmal die Ausbeute von heute. Hier rechts haben wir den großen Stapel mit den Basiskarten. Dann haben wir hier die Spezialfolienkarten. Da waren auch ein paar coole dabei. Wir haben sie ja schon gesehen. Ich zeige hier nochmal ein paar. Ja, gerade er hier, ist ziemlich cool. Und wir haben heute wieder, wie schon beim letzten Mal, 6 Ultra-Karten bekommen. Die hier finde ich ziemlich cool, Team Ultra Zeitzwillinge. Dann haben wir noch leider 3-mal Ultra Nia Erjitsu. Eine coole Karte, gar keine Frage, aber leider haben wir die 3-mal bekommen. Ist nicht ganz so cool, aber egal. Und Ultra J Erjitsu, den haben wir auch 2-mal. Aber ich finde von der Ausbeute her, finde ich es ganz okay. Und ich werde mir jetzt demnächst auch mal die Startermappe holen, sobald die wieder verfügbar sein wird. Mit dem Sammelordner. Und dann werde ich die auch alle mal einsortieren. Und wenn ihr wollt, kann ich dann auch mal ein Mappen-Update machen. Zudem wollte ich mir noch einige Blister holen, weil da eben auch limitierte Karten enthalten sind. Und wenn ihr wollt, dass ich sowas auch zeige, auf jeden Fall einen Daumen hoch geben, wäre ziemlich cool. Und ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben. Gut, das war's dann mal soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.